Moin moin und herzlich willkommen bei Lichtzeichner Hamburg. Ich bin der Sascha und heute gibt es eine Review zum Tamron 70 bis 300 mm. Fups, hier ist das Ding mit einer variablen Blende 4 bis 5,6. Und ich habe das gute Stück jetzt schon 2 Jahre in meinem Besitz und da habe ich mir noch gedacht, mache ich eine Review und nicht lang schnacken. Schauen wir uns noch mal das Ding von Nürem an. Dann schauen wir uns das Objektiv mal näher an. Es ist natürlich alles sehr Plastik und oder Kunststoff, je nachdem, wie man das will. Ist jetzt nicht das alle, also fühlt sich nicht so wertig an vom Kunststoff selber. Ich finde aber bei dem Preissegment ist das total in Ordnung. Wir haben hier den Zoom-Ring, der läuft eigentlich ziemlich gut, manchmal so ein bisschen hakelig, wie ihr seht, aber wenn wir die jetzt normal halten, dann hat man da keine Probleme. Wenn du aber jetzt so ein bisschen shakes, kann es sein, dass der Fokus leicht nach unten geht, also je nachdem, wenn ihr jetzt die Kamera so habt und ihr schüttelt, dann kann das Objektiv mal so ein Stück weit rauswandern oder reinwandern. Wir haben ein 62 mm Gewinde, bekommen dazu auch eine Streulichtblende, die jetzt nicht so den allerwertigsten Eindruck macht, was jetzt hier der Ring zum Beispiel angeht. Also da kenne ich schönere Gewinde, aber an und für sich ist es schön hart und schützt unser Objektiv doch schon ganz gut. Hatte da jetzt so keine Probleme. Weil das ein oder andere Mal habe ich das doch mal fallen gelassen. Dann haben wir hier eine geschützte Fokusskala und der Fokusring geht eigentlich sehr, sehr gut. Wir haben hier auch wieder ein manuell Override, sprich selbst wenn wir auf Autofokus haben, können wir einfach den Ring drehen und sozusagen im Fokusgeschehen eingreifen. Der Fokusring ist wirklich sehr schmal. Ich muss sagen, ich hatte jetzt auch nie damit Probleme. Wenn ich mir jetzt aber die neuen Tamron-Objektive angucke, sind die Fokusringe einfach eine Klasse besser. Die sind halt richtig breit, die sind meistens so breit wie das hier und fühlen sich viel griffiger an. Also das Gummi, die Gummierung ist wirklich schön und mit ein bisschen mehr Widerstand, was mir jetzt gefällt. Hier hast du schon auch so vom Geräusch. Ist Geschmackssache. Aber wie gesagt, in dem Preissegment finde ich das jetzt nicht super entscheidend. Wir haben hier natürlich Autofokus, Manuell Fokus und hier den Vibration Cancelling, was sozusagen ein Bildstabilisator ist von Tamron. Geht auch voll in Ordnung. Also wenn wir zum Beispiel rauszoomen bei 300 mm, kriegen wir da immer noch scharfe Bilder hin. Selbst wenn wir nur vielleicht mal bei 1/100 sind, würde aber nie weiter runter gehen oder würde lieber noch ein Stück weiter hochgehen, weil das ist jetzt nicht der allerbeste Bildstabilisator der Welt, es ist halt schon 7 Jahre alt, das Ding. Macht aber einen guten Job, gerade bei 70 mm oder so, da kann man da schon wirklich sehr gut arbeiten. Aber bei 300 mm müssen wir ehrlich sein, 300 mm, da ist dann irgendwann mal Schluss. Macht aber, finde ich, einen sehr guten Job dafür, dass das Objektiv jetzt Low Budget ist, 7 Jahre alt ist. Und ihr erkennt übrigens, dass das die alte Linie ist, indem ihr hier sozusagen, ja, was ist das, Gold, so einen goldenen Rand habt und die neuen Objektive haben so einen Champagnerring am Bajonettverschluss. Und da kommen wir gerade hier richtig. Wir haben nämlich hier ein Metall Bajonettverschluss. Das finde ich schon sehr, sehr gut und gibt dem Objektiv eine gewisse Wertigkeit, was ich schon sehr, sehr gut finde. Das Ding wiegt 750 Gramm circa, also man kann so seine Bizeps Curls mitmachen. Man merkt das dann schon an der Kamera, wenn du dann durch die Valla Pampa läufst oder marschierst und das dann um deinen Hals hängen hast. Aber du hast es eigentlich immer an deiner Kamera, denn für spontane Fotos, sagen wir mal, du willst einen Vogel fotografieren oder so, hast du das Ding eher an deiner Kamera. Ja, das zum
zur äußeren Schale dieses wunderschönen Teils. Man kann an und für sich sagen, okay, für die Preisklasse ist es super in Ordnung, super verarbeitet, aber es ist jetzt nicht das Optimalste, was man jetzt bei einem Objektiv haben möchte. Aber ich denke mal, hier schlägt der Preis alles andere. Ja, herzlich willkommen auf meinem Monitor. Ich möchte hier ein bisschen auf die Bildqualität eingehen. Das habe ich bei anderen Reviews nicht gemacht, werde ich aber in Zukunft machen. Und zeige euch ein paar Bilder in RAW. Also sie sind unbearbeitet, deswegen vielleicht hier und da mit den Farben ein bisschen flach. Das wissen wir ja alle. Aber ich wollte sie einmal unbearbeitet euch einmal zeigen. Und auch verschiedene Situationen, indem ich das Objektiv benutzt habe, und wir sehen auch schon hier ein gutes Beispiel. Man kann es auch für Porträts benutzen, jedenfalls habe ich das hier ausprobiert, und ich finde das Bokeh ist zum Beispiel richtig schick, dafür dass es Wald ist. Es ist nicht grisselig, es ist relativ smooth, was mir bei Tamron sehr gefällt. Wir haben ja definitiv eine Separierung vom Fokuspunkt, also hier jetzt das Model und dem Hintergrund, also völlig ausreichend. Und hier sehen wir die Metadaten einfach mal auch für den Bildstabilisator, spricht halt für sich. Wir haben jetzt hier eine Verschlusszeit von 1/160 und haben aber eine Fokuslänge von 250 mm. Und ja, knackscharf, würde ich sagen. Ja, kann man nicht meckern. Auf jeden Fall nicht für den Preis. Und dann kann man sogar damit auch Weltraumfotos machen. Ich habe versucht, hier den Sternhaufen oder Galaxie, ich weiß es persönlich nicht, was es ist, etwas mehr in den Fokus zu setzen. Nun ist es so, wenn wir bei 300 mm sind, müssen wir halt die Verschlusszeit so niedrig wie möglich halten, in dem Fall nur 5 Sekunden, ansonsten würde das einfach zu unscharf werden, weil die Erde sich zu schnell rotiert in dem Sinne. Und wenn wir halt hier mal reinzoomen, dann sehen wir halt, wir sind hier jetzt bei ISO 8000, fängt halt das Rauschen halt schon richtig gut an. Dafür aber muss ich sagen, es ist aber trotzdem ein gutes Bild, man kann es jetzt noch bearbeiten, das Rauschen entfernen etc. und ein bisschen schärfer machen, mehr Farbe etc. Aber für ein Objektiv für 200-300 € so ein Foto zu machen, finde ich eigentlich schon derbe nice. Ja, dann kann man natürlich auch sehr gut Tiere fotografieren. Eine Ziege, ne, die stehen gerne mal rum, da muss man nicht hin und her schwenken. Und hier habe ich als Beispiel auch ein 200stel auf einer Fokuslänge von 250 mm. Und ich zeige euch, dass es trotzdem noch scharf geht, wenn es weiter runter geht. Und da habe ich hier dieses wunderschöne Foto. Jedenfalls war es für mich ein sehr schöner Moment. Und wenn wir einfach mal schauen, so drumherum ist halt alles scharf. Ich habe aber die Verschlusszeit war ein bisschen zu hoch, deswegen konnte ich ihn hier nicht richtig scharf stellen oder beziehungsweise seine Bewegung einfrieren. Deswegen ist hier das ein bisschen unscharf, denn Bären sind verdammt schnell. Und wir haben hier eine Verschlusszeit von 1/100 und ja, Fokuslänge 300 mm. Und dann seht ihr mal, was das Vibration Cancelling hier einfach, wie gut das halt arbeitet. Wir haben Verschlusszeit von 1/100 und trotzdem ist ja alles scharf bei 300 mm. Wo das ein bisschen besser gelungen ist, ist bei dem Bild. Guckt euch mal dieses wunderschöne Tier an. Ja, als würde er fast in die Kamera schauen. Ja, da haben wir hier richtig, wir haben jetzt wirklich ein scharfes Auge. Wir sehen halt richtig das Fell und sehen halt schon, wie es langsam unscharf wird. Also wir haben trotzdem eine relativ geringe Tiefenschärfe, sind hier bei 1/250 und 270 mm. Sieht man einfach, oder daran sieht man einfach, dass das Objektiv schon eine höhere Verschlusszeit braucht, damit ihr einfach ein bisschen schärferes Foto habt. Wenn es aber nicht anders geht, dann ist natürlich das Vibration Cancelling schon relativ gut. Und ja, zum Schluss zeige ich euch mal ein Bild für die Farben. Also es ist wirklich unbearbeitet und die Farben sind einfach, ich muss hier nichts mehr machen an dem Foto. Ja, das ist hier 300 mm. Das war
Urlaub an der Nordsee, ein Hammer Sonnenuntergang, wie ihr seht, oder das war eigentlich schon, ja, war kurz vor dem Sonnenuntergang. Und da konnte ich dieses wunderschöne Bild knipsen und ihr seht einfach die Farben, die sind halt einfach mega gut eingefangen. Also es war fast realistische Abbildung, kann ich sagen. Natürlich sehen wir als Menschen das hier, diesen Teil ein bisschen heller als die Kamera, das ist klar. Die Farben, also ich finde die Farben von Tamron sind einfach wunderschön, machen echt tolle Bilder. Und für den Preis, also wie gesagt, das ist so 200 Euro gebraucht, 300 bis 380 neu, kann man hier nicht meckern. Wenn ihr da auf der Suche seid nach einem Zoom, nach einem relativ günstigen Zoom-Objektiv, was euch richtig gute Leistung bringt, ey, kann ich euch das nur empfehlen, gerade bei 300 mm. Und dann ist es ja noch so ein Ding der Entscheidung, wie oft benutze ich das? Ich selber muss sagen, ich benutze es nicht so häufig und dafür ist das Preis-Leistungs-Verhältnis für mich in Ordnung. Es würde sich jetzt nicht lohnen, zu sagen, okay, ich möchte noch bessere Bildqualität, ich möchte eine hellere Blende und dann wird das Ding ja schon 1000, 2000 Euro teuer. Und würde das aber nicht oft öfters benutzen, als ich dieses Objektiv benutze. Und deswegen, ja, muss man sich überlegen. Ich bin da dann eher ein Freund von ein bisschen günstigerem Material, beziehungsweise jetzt hier, einfach kannst du halt einfach nicht meckern, ne? Ja, und dann gebe ich mal ab, ne? Komme ich jetzt zum Abschluss und zu meinem Fazit vom Tamron 70 bis 300 mm. Also ich bin total begeistert für diese Preisklasse. Wir bewegen uns hier bei Neupreis 300 Euro bis 380, je nach, sagen wir mal, Kamerafirma. Gebraucht ist das Ganze bei 200 Euro und wenn ihr das gebraucht in einem guten Zustand für 200 Euro bekommt, das Objektiv, ist das einfach mega. Ihr habt ein super gutes Zoom-Objektiv von 70 bis 300 mm, was wirklich, wirklich gut helfen kann. Gerade wenn ihr so ein bisschen Einstieg haben wollt in die Wildlife-Fotografie oder speziellere Fotos machen wollt, in Straßenfotografie zum Beispiel, oder ihr wollt einfach Porträts aufnehmen, dann ist das auch schon eine ganz schmackhafte Sache für den Anfang. Und natürlich ist es auch sehr gut gemacht für, ja, sagen wir mal, Art Dokumentation, alles was mit Dokumentation zu tun hat, sagen wir mal Konzerte, Hochzeiten, sowas, finde ich die Reichweite von 70 bis 300 mm extremst gut. Bildqualität habe ich alles schon gesagt, ich finde sie super gut, für den Preis kann man überhaupt nicht meckern. Die Verarbeitung kann man sich drüber streiten, ich finde die aber allemal in Ordnung, wenn man damit gut umgeht, hält das Ding wahrscheinlich ein Leben lang. Ich sehe bis jetzt nicht ein, warum ich mir ein anderes Zoom-Objektiv kaufen sollte, solange sich meine Prioritäten dort irgendwie nicht ändern oder ich mich spezialisiere. Finde ich das so, sagen wir mal, im allgemeinen Gebrauch ist das völlig ausreichend. Für den Preis ist das der absolute Hammer. Und ich kann es wirklich empfehlen, gerade was gebraucht ist, gerade für Einsteiger, ist das eigentlich eine runde Geschichte. Und ja, mehr kann ich da auch nicht zu sagen. Ich würde meine Empfehlung aussprechen. Nicht, weil ich, also tatsächlich ist es so, dass mich das Objektiv so ein bisschen zum Tamron Lover abgestempelt hat. So, ich mag die Bildqualität und vor allem die Farben von Tamron sehr, sehr gerne. Auch das Bouquet ist halt, ja. Und ja, ansonsten probiert es aus. Ich denke, oder meiner Meinung nach, könnt ihr für 200 oder 300 Euro nichts falsch machen bei dem Ding. Außer ihr habt andere spezielle Vorlieben, dann müsst ihr ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Aber im Low-Budget-Bereich finde ich, ist das ein absolutes geiles Objektiv, gerade weil es auch 300 mm hat, wo man mit wesentlich mehr anfangen kann. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen in der Entscheidung helfen. Also ich finde, das ist ein gutes Objektiv für Einsteiger, alle, die irgendwie in Wildlife anfangen wollen, für Low Budget. Da kann ich das nur wahnsinnig gut empfehlen. Und dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen, gehabt euch wohl und gutes Licht. Und ich rufe jetzt mal Tamron an, ob die mal ein neues Objektiv rausbringen. Thank you.
Ja. Ja, ich bin's, der Sascha. Ja. Ja, von Lichtzeichner, genau. Ja, sag mal, wie ist das eigentlich mit den 70 bis 300 mm? Wollt ihr da was Neues rausbringen? Ist ja jetzt schon 7 Jahre alt oder so, ne? Ja, okay. Danke für nichts. Wollte sich nicht äußern.